Wir stehen hier vor dem Wasserdungeon in The Legend of Zelda Skyward Sword HD und sind dabei, die erste heilige Flamme zu finden. Also, schreiten wir ein. Und los geht's. Einschreiten? Heißt das so? Na, egal. So. Was ist hier zu tun? Im Höhlenheiligtum heißt der Dungeon. Okay. Sieht sehr edel aus. Holy shit. Also hier würde ich auch gerne mal ein Bad nehmen, du. Da ist verschlossen. Da ist direkt mit einem X markiert. Okay. Was zum... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Kriegt da nicht einfach so einen Rubin geschenkt? Haha, ausgetrickst du. Gedreckt? Hä. Aua. Die sind anscheinend sehr stachelig, die Wurzeln. Sollten nicht berührt werden. Okay, da kann man durch. Zumindest wenn da nicht, wenn da kein Wasserfall ist. Und hier kann man anscheinend eine Fontäne aktivieren. Ah, Moment, okay. Nicht? Hä? Ich dachte jetzt echt, man könnte das so umstoßen. Als ob. Oh, ne, keine Chance, da kommt man nicht rein. Als ob man das nicht umstoßen kann. Ja, aber später doch bestimmt. Aber ich wüsste halt jetzt noch nicht, wie. Ach komm, schauen wir uns erstmal um. Okay, schön, Link. Und gehen wir doch einfach da drüben rein. Ja gut, da ist direkt ein Schalter. Aber bewirkt der auch was? Oder macht er irgendwas anderes? Ich meine, er ist doch nicht direkt für die Tür, oder doch? Als ob. Hä? Was macht das denn für einen Sinn dann? Der Schalter. Dann kann die Tür doch auch direkt offen sein. Schnalle ich irgendwie nicht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Also ich erinnere mich nicht an den Dungeon, aber an das Item erinnere ich mich. Und das... Das war ziemlich kreativ und habe ich so halt noch nie gesehen. Okay. Also lässt sich auf jeden Fall umdrehen. Ja, doch, jetzt weiß ich, wie man das wieder umdrehen kann, sodass das, dass man da drauf laufen kann. Jetzt weiß ich's wieder. Auch ein bisschen schade, dass ich das schon weiß, weil... Na gut. Hat jetzt eben nichts daran geändert, an der Situation, dass ich erstmal so gedacht habe, hä? Wie soll das denn gehen? Also, alles gut, schätze ich.
trifft die vier Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen, und der Weg öffnet sich. Ah, das ist eine Kombination. Okay. Aber man kann das nicht hier herausfinden, oder? Ich schätze mal nicht. Deswegen gehe ich erstmal weiter, wollte ich sagen, aber geht nicht. Ist hier unten vielleicht ein Hinweis darauf? Die Sitten dieses Landes verlangen. Und der Weg öffnet sich. Ja, keine Ahnung, ne? Also, dass ich hier jetzt direkt so beim ersten Rätsel am Struggeln bin. Ah, okay, wir können hier hoch. Wir können hier auf jeden Fall erstmal hoch. Ja, gut. Dann denke ich, es gibt irgendwas im Vorraum, was uns verrät, wie wir die Steine anhauen müssen. In welcher Reihenfolge. Ich denke, da wird es nämlich auch direkt weitergehen und hier im Raum gibt es sonst erstmal nichts, was wir tun können. Dass wir keinen Glibber kriegen, Mann. Aber hier nochmal 100 Rubine. Scheiße. Na komm. Oh, Link. Warum nicht? So, nochmal ausrichten. Warum nicht? So. Geht doch. Meine Fresse. Alles klar. Jetzt suchen wir mal danach, welche Kombination hier verlangt ist. Oder da hinten verlangt ist, besser gesagt. Oh, aber da wurde ein Glibber gedroppt. Per. Schön. Okay, ich glaube, hier haben wir eines der Kombinationen. Aber das wird da wird auch nur unten angezeigt. Okay, toll, unten. Und jetzt? Ach komm. Mann. So. Der Stein unten muss getroffen werden. Okay. Das wissen wir auf jeden Fall. Super, das hätte ich mir aber auch schon vor. Ah, sorry. Das hätte ich mir aber auch schon vorher denken können, dass unten der Stein getroffen werden muss. Ist jetzt kein Geheimnis. So. Können wir auch schön schnell mit dem Dingen fliegen.
Okay, ich wollte mich eigentlich da mal oben umschauen, aber wird wohl nix. Ah, Moment. Das ist ein Schild. Die Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken, als nächstes den Rücken, dann den rechten Handrücken und den linken Handrücken. Moment mal. Symbole auf... Ah, okay. Okay, Moment mal. Was hat er gesagt? Nacken, Rücken und irgendwas? Okay, Moment. Ich lese mir das nochmal durch. Autsch. Nacken, Rücken, rechts, links. Nacken. Gut, dann schauen wir uns erst den Nacken an. Dass man hier so langsam ist. Kann man darauf? Nein. Gut. Ach so, hier. Nacken ist oben. Also oben, unten und dann oben, unten. Oben, unten, rechts, links? Ernsthaft jetzt? Ich meine, das wird ja quasi schon Nacken, Rücken, rechte Hand, linke Hand sein. Dann hätte man das auch einfach so auf das Schild schreiben können, weißt du? So, Nacken, Rücken, rechte Hand, linke Hand. Aber dass dann da nochmal extra Symbole drauf sind. Auf den jeweiligen Körperteilen der Statue. Das ist, ja, doppelt halt, ne? Oh. Ernsthaft. Oben, unten, rechts, links. Oh Gott. Oben, unten, links, rechts. Ah, andersrum. Also was links und dann rechts. Oder ich habe mich da gerade bei den Symbolen vertan. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Vielleicht mit ein bisschen Glück, klar, aber... Ich meine, ich bin ja dahinter gekommen, hinter das Rätsel. Ne? Ist jetzt nicht so, als hätte ich da einfach dumm drauf losgeraten und dann wirklich einfach nur aus Luck das erraten. Okay. Spiel ist down. Die auch. Und hier ist nichts. Oder wie? Oder muss ich die... Okay, da hinten geht's lang. Die Dinger muss ich aber nicht umdrehen, oder? Hä? Das... Ach so, da ist ein Geheimgang. Hier geht's gar nicht lang. Hier ist nur so ein kleiner Gang, der einen wahrscheinlich darauf hinweisen soll, ey, guck dich vielleicht mal unter Wasser um. Okay, ja gut. Na gut.
Aua. Ja, komm, Link. Das kannst du ab, oder? Das kannst du schon ab. Kein Problem. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Ist die Frage. Bei der Schatztruhe. Kriegen wir direkt das Dungeon-Item? Nein. Wir kriegen einen kleinen Schlüssel. Okay. Hätte ich mir schon denken können, aber ich wusste es jetzt nicht mehr. Hätte halt echt sein können, dass wir hier jetzt schon das Item bekommen. Ich hatte das nicht mehr im Kopf. So, und jetzt würde ich gerne nochmal nachschauen, wie das war. Weil ich hatte Nacken, Rücken, rechts, links im Kopf. Rechten Handrücken, linken Handrücken. Ach so, nee, ich bin dumm. Er guckt ja so in die Richtung. Also ist das da die rechte Hand? Ja, ja, ja. Okay. Cleverer Move, Nintendo. Wir sollen anscheinend nach oben. Oh! Das ist das Dungeon-Tor. Wo der Master Key reingehört. Okay. Können wir das mit dem magischen Krug? Nein. Ist ja auch ein bisschen komisch gewesen. Ach so, ja, klar. Mit dem Item wahrscheinlich wieder, ne? Und es tut sich erstmal ein krasser Stahlfossritter auf. Hops. Zack. Okay, bisschen zurückgehen. Und wieder aufs Maul geben. Und richtig schön gemacht bis hierhin. Aber er holt jetzt richtig fett seine... Ach komm! Link, bitte. Bewegungssteuerung funktioniert wieder wunderbar. Er fährt jetzt richtig fette Geschütze auf. Alles klar. Ah, schade. Ich dachte, man könnte ihn auch mit einem Hieb hitten. Aber das geht wahrscheinlich nur, wenn er da nur in der Mitte was freilässt. Komm, wir haben ihn doch fast. Ah, oh mein Gott, zieht das viel ab. Boah, es ist jetzt raten. Oh, schön. Jawohl. Sehr geil. Ich habe einfach nur gewartet, bis er rechts frei macht. Und dann einfach so nach links gezogen. Kein Akt. Man muss einfach nur ein bisschen mit Köpfchen drangehen. So, hier können wir wieder auffüllen. Alles gar kein Problem. Und ich war mir so sicher, dass wir einfach keinen Herztrank benötigen, weil so in jedem Bossraum oder so in jedem Zwischenbossraum oder was auch immer, es gibt auch sonst oft mal wieder so Stellen, wo man sich Herzen auffüllen kann. Also habe ich auf den verzichtet. Und wir haben die Peitsche erhalten. An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, der an den unterschiedlichsten Dingen haften kann.
Drücke ZL, um ein Ziel anzuvisieren und schwinge dann deine Peitsche. Jo. Ungefähr so ein Item wie der magische Krug, glaube ich. Braucht man halt hier und da mal, aber sonst echt unnötig. Da finde ich den Käfer schon sehr viel geiler, weil man den halt wirklich so oft braucht, weil er so oft eingesetzt wird. Was mega geil ist. Ich liebe das, wenn man Items hinterher nochmal braucht und dass sie nicht dann einfach dumm im Inventar rumliegen. So. Und wir wären hier jetzt auch schon beim Boss-Tor. Allerdings können wir logischerweise noch nicht rein. Such den Schlüssel in der Tiefe. Ja, gut. Das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Den Tipp. Hallo? Geht der gerne runter? Und nicht mal einen Paraschall benutzt, was auch immer. Ja, den Tipp hätte ich echt nicht gebraucht, weil wir uns sowieso jede Schatztruhe abholen werden. Achso, ja, das ist das Boss-Tor, okay. Und da hinten geht es jetzt weiter. Und zwar ebenfalls mit der Peitsche. Die hatte ich nämlich eben versucht. Habt ihr ja gesehen. Das Ding mit der Schuppe umzudrehen. Allerdings muss man das einfach so machen. Ja. Dann kommt man hier rüber und kann das Ding auch easy betätigen. Oh, wir sind erst knapp 20 Minuten. Bisschen über 20 Minuten in den Part rein. Das ist sehr gut. Aber macht auch nur Sinn, weil hätte ich jetzt für noch nicht mal die erste Hälfte des Dungeons schon eine Stunde gebraucht. 50 Minuten, was auch immer. Das wäre ein bisschen traurig. Das wäre echt ein bisschen traurig. Na gut, was wartet hier auf uns? Eine Skulltula, aber die ist absolut kein Problem. Die kann man umwerfen und dann easy beseitigen. Da finde ich die von der Decke hängen, schon nerviger. Oder die an den Netzen hängen. Weil man die eben gesondert besiegen muss. Ich dachte, man müsste da oben mit den Kugeln interagieren. Muss man vielleicht auch. Einen Moment. Nö. Okay. Jetzt hier vielleicht einen versteckten Hebel. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Oder muss man hier, Moment mal. Ja, 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 ja. Jetzt aber. Mit der Peitsche einfach durch die Gitter. Und dann kann man sie zur Seite ziehen. Komm, ey. Lol, das ist einfach One-Hit. Einfach One-Hit-KO. Ach, im Hauptraum gibt es ja auch noch diese Dinger hier, wo man sich dran her schwingen kann. Okay. Okay. Erstmal Märtyrer gemacht. Na gut. Na du Drecksau, ey. Kann doch nicht sein, dass sie so hart auf den Sack gehen. Zum Teufel.
Die Wand, Alter. Was geht? Komm, geh hoch, Link. Ja, okay. Jetzt runter und den Affen aufs Maul geben. Tschüss. Ja gut, der hat einen Rubin gedroppt. Juckt mich aber jetzt nicht, auch wenn es ein blauer ist. Brauchen wir jetzt nicht, ne? Na, komm schon, Link. Jawohl. Das ist die richtige Richtung. Jawohl. Ja, ich hätte auch von hier unten das betätigen können, ne? Ah, Moment. Ach, wir können ja sowieso wieder hochklettern. Okay, ja gut. Dann juckt das nicht. Machen wir das Vieh da weg. Was ist das? Grüner Rubin, okay. Jawohl, schön. Nee, nicht das. Nein. So. Jetzt aber. Und hoch mit dir. Was bewegst du? Das Wasser wird abgesogen. Nein, nicht ganz. Aus irgendeinem Grund verschwindet das Wasser nicht. Sondern es entsteht einfach nur ein Strudel. Na gut. Den Strudel werden wir aber... Ah, geh weg. Alles klar, ey. War das ein großer Schleim. Und wir haben... 2 Glibber, glaube ich, nur bekommen, ne? Also nicht vom Großen, sondern insgesamt von den ganzen Schleimis, die hier waren. Alles klar. So, ich halte schon mal die Flasche bereit. Weil ich versuche jetzt... Feen zu spawnen. Nee, so geht das nicht anscheinend. Aber es wurde mir gesagt, 3 Dreiecke soll man hinmalen. Und es ist halt eine Triforce, oder nicht? Ja gut, vielleicht habe ich auch einfach nur sehr schlampig gezeichnet und deswegen ging das nicht. Na gut, was soll's. Gehen wir hier lang. Ich muss euch sagen, ich hasse Strudel. Immer wenn ich schwimmen gehe und so einen leichten Wirbel sehe, denke ich mir so, unangenehm. Weißt du? Es war nicht so, als hätte ich großartig Schiss, aber so allein der Gedanke daran zu ertrinken ist halt absolut ekelhaft. So, ich glaube, wir können die Dinger losschneiden. Oh! Ach so. Na gut. Ich dachte, wir sollten hier alle besiegen in dem Raum. Alle Spinnen. Alle Skulltulas. Aber nö. Wir sollen
ja, dieses Blatt einfach umdrehen. Was zum... Oh! Schau mal, was er da hat. Yo, kann ich das haben, Bro? Ja, kann ich? Danke! Der sich abfuckt. So. Dann zeige ich es dir mal, dass du... Ah, okay. Oh, da unten ist sie. Die Meistertruhe. Das sieht nicht so aus, als würde man den Schlüssel einfach in den Arsch gesteckt bekommen. Das sieht nach einer Battle Arena aus. Drecksau. Ist mal ganz feige hinter den Gittern versteckt. Gibt's da was? Nee, nee, nee. Ich denke, da gibt's nichts. Nee. Hätte ja sein können, dass man dann nicht sich reinziehen lassen darf, sondern dass man dann erst da hinten auf diese Plattform drauf muss. Und hallo? Ja, das muss man da auf jeden Fall umdrehen. Ich hab's gesehen, Leute. Keine Sorge. Aber sollte auch offensichtlich gewesen sein, dass ich es gesehen habe. Kann ich? Ja, kann ich. Geil. Link, was tust du? Zum Teufel. Okay. Boah, dieses Efeu, ne? Richtig classic. Einfach richtig Zelda-like. Nein, war auch damit. Ach komm, ey. Jetzt versuchst du aber echt hart abzufacken, ne? So. Okay, von hier oben können wir runterspringen. Gibt es sonst noch irgendwas zu erledigen? Da wäre ein Shortcut. Da würde ich dann auch vorschlagen, den erstmal uns freizuschalten. Bevor wir weitermachen. Ja. Wunderschön. Da könnte man sich rüberschwingen. Oh, hier gibt es eine Kiste. Dungeon-Karte? Jawohl, du hast die Dungeon-Karte erhalten. Okay. Anscheinend gibt es nur noch... Was zum... Alles klar. Erstmal schöne neue Gegnerart hier. Feier ich. Anscheinend gibt es nur noch da drüben diese kleine Truhe. Heißt, wir könnten versuchen, an die dran zu kommen. Ja, komm, werde ich jetzt auch. Ich weiß allerdings nicht, wie erfolgreich wir damit sein werden. Ah, Moment. Ich glaube, wir kriegen die. Oder? Ah, nee. Ach, nee. Der Schalter bewirkt nicht, dass hier das Wasser raussprudelt. Sondern der Schalter bewirkt ja, dass das da unten aufgeht. Ja, na gut. Dann schaut das so aus, als würden wir die kleine Truhe erst später bekommen. Ja gut, was soll's. Wir werden hier sowieso nochmal hin zurück müssen. Wenn wir dann in den Bossraum wollen. Also kein Thema. So, hoch mit dir.
So. Ja, gut. Ich glaube, da hätte ich auch so rüberspringen können, aber sicher ist sicher. Und dann gehen wir hier entlang. Ja. Ist hier nicht noch ein roter Rubin gewesen? Oder ist der despawned? Habe ich den schon eingesammelt? Nee, hier liegt er. Okay. Alles klar, Bro. Alles klar. Komm, an denen vorbei. Die habe ich nämlich gar keinen Bock. Und dann endlich hier hoch. Ah! Geh weg. Moment mal. Ah, okay. Bewirkt das im Vorraum, dass wir da an den... Nee. Wir sollen damit nur hier weiterkommen, okay. Es hätte ja beides sein können, ne? Hätte ja beides sein können. Aber ich habe auch gesehen, dass da noch so ein Schalter war. Und wird der halt keinen Sinn machen. Also, ja. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. Was soll's? Alles zu seiner Zeit. Ich glaube, das ist auch der Spruch des Let's Plays. Alles zu seiner Zeit, einfach nur. So. Nein, komm schon, Link. Ich hab's direkt gesehen, dass du so eine Scheiße machst. Hab ich schon im Ansatz gesehen. Gut, dann Step by Step. Ganz vorsichtig, ganz behutsam. So. Wunderbar. Leider keine Herzen, aber ist auch egal. Wir haben zwei Feen bei uns. Warum man das jetzt unbedingt mit der Peitsche machen muss, keine Ahnung. Komm, zeig jetzt deinen Schwanz her. So, komm ran. Und down. Ach so. Oh, was? Ah, okay, wir sind jetzt hier rausgekommen. Na gut. Ja, dann lass erstmal hier runter. Achso, ich dachte, das könnten wir aufsprengen. Ups. My bad. Können wir vielleicht auch? Nö. Können wir nicht. Hätte aber auch keinen Sinn gemacht, weil sonst wäre da natürlich auch nochmal eine Truhe angezeigt worden und nicht nur hier. Also ich... zumindest gut vorstellen können, dass die dort dann eine Truhe platziert hätten. Wohl weiß was. Ich meine, wir haben genug Bomben. Bevor wir jetzt hier irgendwas verpassen, legen wir da einfach eine hin. Es kam kein Sound, also gehe ich mal davon aus, dass dort nichts ist. Wir können dann nochmal schauen. Nö. Alles klar. Na dann geht es ganz normal weiter. Link, hallo, jetzt... du Drecksau, er wollte nicht klettern. Dieser dumme Spacken. Ich hab halt die ganze Zeit gedrückt, ne? Wollte nicht rübergehen. Hau ab, Mistvieh.
hier aber auch keine Bären sind, wie sonst immer. Und dass man sich droppen lassen kann. Hau ab. Dass man sich droppen lassen kann. Dann auch niemand gesagt. Gott. Dass die sterben, wenn die dann sich nirgendwo festhalten können. Ey, what the fuck? Nein. Nicht das. Das sollst du benutzen. So. Und damit haben wir anscheinend einen weiteren Shortcut erschaffen. Können das hier runterziehen. Wodurch sich die Statue absenkt. Okay. Und wir in den Keller kommen. Die Truhe allerdings aber auch verdeckt wird. Jetzt kommen wir da drüben gar nicht hin. Ja, ich denke, da wird sich dann hinterher nochmal ein Shortcut auftun. Ich denke, da sollen wir auch noch gar nicht hin. Ich denke, da können wir dann noch ein letztes Mal speichern, bevor es dann zum Boss geht. Also, ab geht's in den Keller. So. Runter mit dir, Link. So. Oh, Moment. Können wir nochmal ein Herz auffüllen? Alles klar. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was zum Teufel? Zombie-Bock-Blinz? Ich weiß, ich habe gerade spät reagiert. Aber ich muss erstmal darauf klarkommen. Droppen die irgendwas Besonderes? Also erstmal droppen die überhaupt nichts, außer Herzen anscheinend. Ja, und dem einen Rubin gerade. Klar. Was zum Teufel? Legt euch hin. Okay. Scheint droppen die nichts. Da müssen wir doch noch her, oder nicht? Aber da will ich jetzt nicht langlaufen. Weil, ja, das sieht nicht wirklich einladend aus, diese Grütze, die da rumfließt. So. Down. Kriegen wir nochmal her... Ach nee, Moment mal. Brauchen wir keine Herzen mehr. Okay. Da könnten wir lang... Aber ich würde erstmal... Oh. Feuerfledermäuse. Was machen die hier denn? Ah, eine Wand, eine weitere. Na dann. Lass mich mal zeichnen. Hallo. Boah, das wird schon wieder richtig krumm und schief. Diese Bewegungssteuerung, ne? Oder ist mein Joy-Con echt so scheiße geworden? Naja. Trifft die in den Augen verborgenen Juwelen. Der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt.
Das ist eine ziemlich klare Anweisung. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man... wie man das irgendwie nicht verstehen sollte. So. Ja. Allerdings frage ich mich, wofür man da die Bombe braucht. Ich meine, ja, okay. Wobei, Moment mal. Wäre doch jetzt bescheuert, wenn ich hier da wieder extra nur dafür zurücklaufe. Ist das dann ernst jetzt? Muss das jetzt wirklich so gemacht werden? Nein, muss nicht. Alles klar. Wenn man sich ein bisschen beeilt, kriegt man es auch so hin. Okay, ich dachte gerade schon, er springt daneben. Ich dachte gerade schon. Aber nein. Alles gut. Was gibt's da drüben? Ich kann erstmal hier schauen. Okay, da gibt's auf jeden Fall einen Schalter. Den man anscheinend auch aktivieren soll, sonst würde man da in die Stacheln reingeschickt werden. Alles klar. Oh, und man kann von hier aus direkt runterspringen. Dann machen wir das. Alles klar. Ah, ja, okay. Brauchen wir keine Herzen mehr. Unsere Herzen sind voll. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass er was droppt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass diese Zombies diese Schattenkristalle droppen, aber die scheinen wohl auch sehr selten zu sein, die Schattenkristalle. Hier. Die Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form kann häufig von finsteren Feinden erbeutet werden. Ja, finstere Feinde, das sind... Die Zombies gehören auch dazu, oder nicht? Und ich meine, es gibt auch noch so Schattenfledermäuse. Aber häufig... Häufig steht dabei. Das macht mir halt so ein bisschen Sorge. Weil wenn es häufig wäre, dann müssten wir doch jetzt schon einmal so ein Ding von einem Zombie gedroppt bekommen haben. Ah, okay. Jetzt müssen wir das Ding umkehren. Und können dann in die andere Richtung cruisen. Ja, dann los. Ah, okay. Nee, das war nur der Hinweg. Okay. Gut. Oh, eine Monsterklaue. Nice. Schön. Wie viele Klauen haben wir? 5 Stück mittlerweile. Damit müssen wir eigentlich wieder was upgraden können. Da kommt doch safe was raus. Zombies? Spinne? Nichts? Okay. Na gut. Hier ist aber eine Abkürzung. Okay.
Moment mal. Na. Na gut. Ich dachte eigentlich, da würde es... Cool. Und man kriegt die Sachen sogar in der Reihenfolge, wie man sie eingesammelt hat. Alles klar. Dachte eigentlich, da wird es dann wieder so einen Kristall geben. Und man... Okay. Jetzt will ich es aber wissen. Kann man von denen Schattenkristalle bekommen? Ich dachte eigentlich, man könnte dann das Gift unten ablassen. Geh weg. Okay. Tatsächlich! Ein Schattenkristall! Jawoll! Schön! Hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich kann mir gut vorstellen, Junge. So, down. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir es nochmal benötigen werden, das Dingen. Und ich denke, dann werde ich hier auch her zurückkommen. Und so wie es scheint, ist das auch genau der Ort, wo man die Dinger farmen sollte, wenn man welche braucht. Ja. Ich werde jetzt hier nochmal durchgehen. Werde hier versuchen, Schattenkristalle rauszuholen. Dann gehen wir direkt weiter, keine Sorge. Schade. Und die letzten beiden. Naja. Was soll's? Nee, lass mich. Geh weg. Hoch mit dir, Link. Schnell. Ja, wie weit müssen wir denn noch hoch? What the hell? Okay. Jetzt. Und tatsächlich, wir kommen hier raus. Bewege die Statue zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Ah, ja. Hätte ich mir schon denken können, aber danke. Wie war das hier mit dem Dingen? Ja. Können wir es auch überspringen? Nein, anscheinend nicht. Ach, wir hängen jetzt am Seil, okay. Bondi, ja, okay. Ich werde es jetzt nicht... Oder? Doch. Ich werde es austesten. Okay, die spawnen anscheinend nur beim ersten Mal. Und man kann hier hinterher keine Schattenkristalle mehr farmen. Schade. Und was finden wir wohl? Ja, den Meisterschlüssel. Du hast den gesegneten Schlüssel erhalten. Diese Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Statue im oberen Stockwerk. Schön. Oh! Ja, nee, danke, aber ich verzichte. Ne? Haut rein.
Einfach alle platt gemanscht. Da hinten können wir nicht rein, oder wie? Nö. Ja gut. Scheint so, als hätten wir alles. Dann ab zum Boss. Und? So wie es scheint, passt das Ganze auch perfekt in einen Part. Sind jetzt bei 55 Minuten ungefähr. Und jeweils eine Stunde pro Part. Passt. Alles klar. Ja, schön. Schönes Schloss. Gefällt mir. Das Ding ist aber, wenn nur der Auserwählte Göttin das Schwert führen und es dann in den Flammen reinigen kann. Warum hat man die Flammen nicht einfach alle nebeneinander gestellt? Ja, aber er soll doch noch geprüft werden und sich darauf vorbereiten können auf den Kampf. Ja. Ja. Gut, dann hätte man es auch so machen können, dass man sie alle nebeneinander stellt. Dann solche Tempel erbaut. Und falls es nötig ist, geht er dann in die Tempel rein und erfüllt quasi die Aufgaben dort. Aber falls es doch nötig sein sollte, dass er einfach direkt das Schwert bereit macht, gibt es die Möglichkeit dann auch. Man hätte einem dann sagen können, nee, du musst erst die Tempel abschließen, bevor du dein Schwert dort reinigen darfst. Ne? Würde eigentlich mehr Sinn machen. Aber nur gut. Girahim, was soll der Scheiß? Warum bist du hier? Du bist ziemlich hartnäckig. Ich benötige meine kostbare Zeit, um einen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so lästiges Getier wie du. Das schlägt mir doch ein wenig auf die Stimmung. Ja gut, die Statue erwacht jetzt zum Leben und... Okay, jetzt sehe ich so langsam das Problem. Artefakt der Finsternis. Da Elon. Okay, Bro. Entspann dich mal, ja? Hallo? So sieht nicht entspannen aus. Ach so. Okay. Ich kann die Arme gar nicht angreifen. Brauche ich anscheinend gar nicht. Aha. Idiot. Ja. Schön ausgewichen, Link. Au! Nein. Ach, scheiße. Komm schon, gib ihm! Okay. Hast ihm schon richtig gut zugesetzt, Link, aber... Jetzt bitte mit ein paar weniger Gegentreffern, ne?
Holy shit. Okay. Also gar nicht so lange nah dran bleiben, sondern sobald er ausholt, einfach zurückweichen und das war's dann. Okay. Dumm von ihm, weil ich war noch nicht mal in der Nähe. Aber gut. Und die Dinger können wir ihm jetzt nicht mehr abnehmen. Bam! Komm! Hau, Link, hau rein! Was soll denn der Scheiß? Mann, Link, du Vollidiot! Jawoll, schönes Ding. Okay, okay, er verliert seine Klingen. Und setzt weitere Räder an seinen Armen frei. Allerdings bekommt er jetzt noch Beine. Und nimmt sich einfach neue Klingen. In Form von Schwertern. Ah, okay. Na gut. Ja, bis dann, ne? Ich war nicht so gemeint, Bro. War nicht so gemeint. Haha, war doch so gemeint. Hab dich verarscht. So. Alles klar. Ah, nein, nein, nimm doch. Ah, okay, okay, okay. Nevermind. Ich dachte, ich hätte jetzt verkackt und er wird seine Arme wiederbekommen. Bam! Direkt alle abgehackt. Holy shit. Idiot. Komm her, hier drüben stehe ich. Ach, Vollidiot. Beine ab. Und Container auf. Und richtig schön einen reingezimmert. Okay, das reicht aber noch nicht. Ich muss sagen, diesen Boss finde ich viel geiler als den ersten. Ja gut, das war auch nur Girahim, klar. Aber auch da die dieser Stein, gegen den wir kämpfen mussten, oder auch dieser Skorpion, das hat mich echt nicht wirklich überzeugt, ne? Komm! Nice! Erstmal schön alle Arme nochmal abgenommen. Und bam! Bam! Weg mit deinen Scheißdingern da. Ja, ich versteck mich einfach hier hinter der Säule. Und klopf ihm das Dingen auf. Und zimmer ihn richtig schön ein paar mit seinem eigenen Schwert rein. Aber es reicht immer noch nicht. Er hat anscheinend immer noch nicht genug. Und möchte nochmal einen Nachschlag haben. Du bist aber gierig heute. Du bist gierig heute. Ja, komm. War geplant. Ich bin da professionell ausgewichen. Hat man doch wohl gesehen. Na gut, komm. Geben wir ihm den Rest. Ja, komm. Hör auf. Hallo. Jetzt hau rein. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht er... Mach da mal was Neues. Lass mich doch in Ruhe da mit dem Scheiß. Link, beeil dich.
Zack. Aua. Wenn er mich trifft, bekommt er anscheinend nochmal einen Boost. Und kann schneller seine hässlichen Arme zurückbewegen. Ich drücke die ganze Zeit auf A anstatt auf B. Bringt B überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht, aber wir können ihm endlich seine dummen Arme abnehmen. So, renn schön gegen die Wand. Verlier dein Beinchen. Komm. Jetzt machen wir es aber mit dem Schwert von uns. Das reicht immer noch nicht, oder was? Was zum Teufel? Aua. Na komm, mach hin. Ich hab ja auch nicht ewig Zeit, ne? So. Haben wir die Zombies alle weggekloppt. Wunderbar. Und können uns hier jetzt das Schwert nehmen und er rastet wieder aus. Er rastet wieder aus. Aber wir bleiben einfach auf Distanz und dann ist das kein Problem. Ja. Wunderbar. Hä? Du Drecksau. Er hat angetäuscht. Und ich habe ihm trotzdem alle Arme auf einmal abgenommen. So was von verdient. Hä? Ach, toll. Okay. Und der regeneriert sich schon wieder. Moment mal. Muss ich das Ding vielleicht rausziehen mit der Peitsche? Hm. So, die Viecher sind weggemacht. Nein, nein. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war sehr knapp. Komm, nehmen wir uns nochmal ein paar Herzen hier. Was zum Teufel? Sind das die Felsbrocken, die mich da treffen, oder was? Von der Säule? Zack. Weg damit. Zack. Zack. Und zack. Und jetzt? Nein. Wir konnten es nicht rausziehen. Wir sollten es einfach nur attackieren. Na gut. Ich hätte es vielleicht bei drei Malen gelassen, dass man ihn dreimal auf seinen Dingen da schlagen muss, auf seinen roten Ball. Aber vielleicht war ich auch einfach nur zu langsam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ihn besiegt. Und kriegen einen Herzcontainer, wodurch wir ein Herz dazu bekommen. Dann lass uns mal schnell hier den Part beenden. Das Zeichen der Göttin wird aktiviert durch den Himmelsstrahl. Und die Flamme erscheint. Komm, Link, halt Schwert rein jetzt.
Was ist los, Fei? Ah, okay. Sie nimmt es auf und fügt es dem Schwert bei. Gebieter, das Schwert. Ja. Bitte sehr. Ich sag, reingeböllert wird. Und? Was passiert? Wie wir sehen, wird das Schwert länger, stärker und sieht geiler aus. Krasse Moves, Link. Und ein Dreieck wird aus seiner Hand hinzugefügt. Okay. Gestärkt durch die heilige Flamme ist dein Schwert gewachsen, Gebieter. Ja. Das, wurde mir gerade schon angezeigt. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zur Stätte der Lieder. Zurück. Okay. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Aber noch weißt du die volle Kraft deines Schwertes nicht einzusetzen. Du musst weiter lernen. Dein Geist muss wachsen. Bis bald. Ja. Unser Geist muss wachsen. Aber nicht mehr in diesem Part. Dieser Part endet nun. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war ein richtig geiler Dungeon. Hat mir echt gut gefallen. Generell die Wasser-Dungeons sind ja nicht wirklich beliebt. Aber mir gefallen die meisten tatsächlich. So auch dieser hier. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von dem Kram hier, um kein Video mehr zu verpassen, abonnieren und Glocke auch aktivieren. Und wenn es euch dann gefallen hat hier heute, lasst gerne ein Like noch da. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.